Ein wunderschön, da sind wir wieder. Bei Baphomets Fluch 2.5. Ja, und weiter geht's. Wir sind jetzt hier beim Priester, den wir jetzt anlabern werden und dann mal gucken, wie es weitergeht. Entschuldigung. Ja, was kann ich für Sie tun, mein Sohn? Erinnern Sie sich noch an mich? Sie waren der Mann, dessen Kelch ich putzen durfte. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht. Nein, nein, ist schon gut. Ich habe es ja gerne getan. Ehrlich? Da bin ich aber erleichtert. Haben Sie Nicole Collard gesehen? Das ist meine Freundin. Schwarze Haare, adrett gekleidet. Ich bin auf der Suche nach ihr. Tagtäglich laufen Dutzende von Menschen durch die alten Türen dieser Kirche. All die Namen und Gesichter kann ich mir nur schwerlich merken. Aber ich bin mir sicher, dass Sie sie finden werden, mein Sohn. Gott ist mit Ihnen. Können Sie mir sagen, wie man damals das Götzenbild von Baphomet genannt hat? Baphomet. Nein, ich meine auf Französisch. Ach so. Lassen Sie mich überlegen. Ich komme einfach nicht drauf. Aber irgendwo in der Kirche muss es stehen. Okay, ich werde mich umsehen. Trotzdem danke. Keine Ursache. Die Kirche ist immer noch so prächtig, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, und das haben wir alles der Gemeinde zu verdanken, die durch ihre Spenden nicht nur die armen Geschöpfe in der dritten Welt, sondern auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche unterstützt. Kommen Sie denn nächsten Samstag zur Kollekte? Ich kann Ihnen zwar nicht mein Wort darauf geben, aber ich werde versuchen, da zu sein. Wie dankbar ich Ihnen doch wäre. So. Hab ich noch was getrunken? Also, das soll hier irgendwo stehen. Das Einzige, was hier ist, ist ja die schwulen Fenster. Dann nehmen wir den Schrauben, nette T-Shirt, schauen Sie hier. Oh nein. Ich glaube nicht. Keine gute Idee. Beim näheren Betrachten der Scheiben fällt es mir ins Auge. Der Schriftzug Baphomet ist unterhalb der Jesusdarstellung deutlich zu erkennen. Dahinter steht irgendwas kleiner geschriebenes. Nein, es hat keinen Sinn. Ich kann es nicht lesen. Nein, es hat keinen Sinn. Ich kann es nicht lesen. Da fragen wir nochmal den Priester, vielleicht weiß er ja was. Muss mir mal schnell die Nase schnauben, tut mir leid. Oh, nee, auch nicht. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was nun? Also ich bin jetzt echt schwer am Überlegen. Ich habe auch nichts im Inventar. Ich gehe jetzt einfach nochmal zu den komischen Touristen zurück. Vielleicht sagen die ja, hey, und ich sage, hey, ich weiß, wo es steht, musst du da hingehen.
Und die lesen nach. Und geben mir irgendwas oder so. Ach, da. Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ui. Okay, da kann ich was machen. Das war aber vorher nicht. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, Monsieur? Kaffee? Für mich bitte einen Kaffee, schwarz. Komm sofort. Kuchen. Bitte schön, ein schwarzer Kaffee. Ja, nehmen wir erstmal ein Eis. Verkaufen Sie auch Waffeleis? Ich bitte zu entschuldigen, dass Waffeleis noch nicht in unserem Angebot ist, aber wir bieten recht günstiges Eis am Stiel an. Okay. Ein Stück Kuchen würde mir jetzt ganz gut schmecken. Excusez-moi, unsere Patisserie konnte uns diese Woche keinen Kuchen liefern. Toll. Ich möchte dann gerne bezahlen. Das macht 2,10 €. Das ist ja Wucher. Aber gut, ich werde wohl nicht drum herumkommen. Jetzt sind sie weg. Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ob sie die vermissen werden? Ich schätze mal nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück, weil jetzt habe ich ja eine Lupe. Jetzt kann ich ja sehen, wie der komische Baphomet heißt. So, da kommen die schwulen Fenster. Mit der Lupe kann ich das Kleingeschriebene gut erkennen. Neben dem Wort Baphomet steht Sue. Das könnte es sein. Sue, okay. Ich gehe jetzt wieder zu den Touristen. Jetzt muss ich denen das sagen können. Gucken, was dann passiert. Ich habe ehrlich gedacht, eigentlich, ich sag denen das, wo das steht, und dann gehen die hin und ich gehe hinterher oder so. Und die sagen mir irgendwas und geben mir irgendwas oder so. Aber. Auch nicht schlecht. So. Könnt ihr auch mal gucken, ob der Penner noch da ist? Oh, ich jetzt echt keinen Bock, ey. Der läuft zu lahmarschig. Da hier ich lieber gleich direkt dahin, wo ich hin will. Kaffee. Hallo? Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach. Oui? Okay, werde ich machen. Ja, ich lege echt am Überlegen. Ich habe irgendwie gedacht, jetzt hier die zweite, aber. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen?
Zoe? Genau. Ja, das war's. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Keine Ursache. Vielleicht können Sie mir im Gegenzug auch helfen. Gerne. Wo liegt das Problem? Jetzt auf immer jeder. Ey, so ein Scheiß. Ich quatsch die ganze Zeit. Quatsch ich die Idioten an. Obwohl nicht. Und jetzt auf immer. Steh kurzzeitig doof rum, überlege, quatsch die nochmal an. Dann jeder. Klasse. Können Sie mir sagen, wo ich ein Museum finde, das sich vorwiegend mit den Templern oder Ähnlichem befasst? Mal überlegen. Wie wäre es mit dem Museum Notre in der Nähe von Montfaucon? Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Haben Sie von der Explosion von vor ein paar Jahren gehört? Was? Na, die Explosion. Scherben flogen, ich mittendrin. Und was soll uns das jetzt sagen? Boom! Und alles war kaputt. Nur durch einen Hechtsprung zur Seite konnte ich mein Leben retten. Wie unglaublich spannend. Ja, ja, so war das damals. Also muss ich jetzt zu diesem Museum. Bei Montfaucon soll es sein. Montfaucon? Da haben wir doch. Nee, das ist... Das ist dort, wo ich eben war. Montfaucon. Ach so, Museum nicht. Ach, ich bin da bescheuert. Können Sie mir sagen, wo ich Informationen über... Ruhe da draußen! Kommen Sie später nochmal vorbei. Ohne eine Eintrittskarte komme ich aber nicht ins Museum rein. Das ist nicht unser Problem. Wir gucken hier Fußball. Toll. Toll, 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 toll. Toll. So einfach geht das. Toll, ein Wachmann. Ich hab auch keinen Bock, ihr kennt das alles schon. Wenn der, ist immer so, wenn da irgendwas ist, dann bumm, ich raus. Also wie mit Nico in Part, weiß ich nicht. Rinn ins Museum, vergessen mit den Schuhen sauber zu machen, zack, raus ich müssen. Ich hab auch keinen Bock, ey. Gute Frage, nächste Frage. Aber ich beende den Part erstmal und wir sehen uns im nächsten.